Ein Gebäude steht in Flammen. Oh, oh lol. Wenn ich die in Garnisonen umschalte, gehen die Dingsen, oder? Nee, wenn ich die in Garnisonen umschalte, gehen die kämpfen. Wie bringe ich die denn dazu, dass sie das löschen? Muss nichts machen, die löschen alleine. Okay. Weil das ist ziemlich... Die brennen ins Feuer. Also... Die sind im Feuer. Also gerade ein paar Dorfbewohner sind leider verstorben an der Krankheit. Aber zumindest ist die Krankheit jetzt weg. Also es hat auch was Positives. So hart es klingt. Die brennen für die Sache. Dieses Gebäude bietet Platz für mehr Arbeiter. Wir hatten niemanden mehr drinnen tatsächlich. Wahrscheinlich, weil die Person gestorben ist. Schaut aber gut aus gerade. So, es wird jetzt wirklich langsam mal Zeit, dass diese Lehmgrube hier hinten auch fertig wird. Alter, ich habe das Gefühl, das wird mit jedem Versuch, das zu begradigen, wird das da hinten schlimmer. I mean, look at it. So, das ist jetzt der letzte Versuch. Und dann muss das... passen. Alter, da sind einfach überall Hirsche. Mega witzig, dass die hier einfach so am... chillen sind. So. Ich kann doch hier bestimmt noch mehr Leute reinpacken, ne? Ja. Geil. Dann haben wir hier, dann passt das ja ganz gut. Das passt auch ganz gut. Das muss ein bisschen verschoben werden. Aber passt so auch ganz gut. Wieso haben wir immer noch nicht genug Nahrung, ist die Frage. Ich meine, meine Felder sind immer noch nicht so effizient, ne? Weil ich die jetzt alle auf erstmal Qualität hinbekommen gestellt habe. Haben die das Arbeitslager in Arbeitercamp umbenannt? Finde ich aber nicht schlimm, wenn sie das gemacht haben. Aber also finde ich passend, wenn sie das gemacht haben, tatsächlich. Dankeschön, Bigger, für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Vielen lieben Dank. So. Das passt jetzt hier. Cool. Lehm, meine Freunde. Lehm it is. Du hast nicht genug Holz für die Lehmgrube. Ja. Die sollen sich halt mal ein bisschen anstrengen.
glaube, wir brauchen hier an der Stelle potenziell noch ein Arbeitercamp. Geil, nächster Acker fertig. So, Unkraut, Unterdrückung. Let's go. Einfach mal nur Feld hinbekommen. Das ist die einzige Aufgabe, die da jetzt dahinter steht. Schon wieder Typhus. Oh. Dankeschön, Levion, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. So. So eine Korbflechterei ist eigentlich mal gar keine so schlechte Idee. Aber wir wollen immer noch das Arbeitercamp. Wo ist das Arbeitercamp? Ich habe wilde Tiere runtergeschalten, weil mir die so auf den Sack gingen. Es hat mir keinen Spaß gemacht, dass die ganze Zeit Wölfe reinlaufen. Es hat mir die Mission zerstört. Schusterwerkstatt. Hallo Lady Elektra und danke für die 5 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Die Gerberei, ja, wollte ich gerade sagen, die macht sich ja auch ordentlichen Malus. Das heißt, wir bauen die da nach oben, draußen hin. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Gerberei. Die Sache ist halt, es ergibt langsam keinen Sinn mehr, dass die Holzbearbeitung hier drinnen ist, aber die Gerberei draußen ist. Die Holzbearbeitung wäre viel eher irgendwo draußen im Wald. Das heißt, ich muss eigentlich die Holzbearbeitung hinaussiedeln und die Gerberei und alles hinein. Genau. Das wollten wir ja jetzt hier unten hinpacken. Gerberei stinkt halt. Ja, das ist halt am Rand, aber drinnen, oder? Gerber sind aber auch immer weit draußen, weil die stinken. Sind die auch weit draußen? Also hier hinten bietet es sich auf jeden Fall sehr gut an, so meine Holzproduktion hinzuverlegen. Gegäbt wird doch mit Urin, oder? Die Gerberei ist normalerweise vor den Stadttoren, um den Geruch etwas abzuhalten. Ich meine, was ich halt anbieten würde, wäre hier oben. Alter, die hat einen Radius, in dem sie müffelt. Ja, heilige Mutter Maria.
Oh. Dann kommt das jetzt hier zu dem Scheißehaufen. Es bietet sich ja an. Dann die Gaberei dann nach außen zu sitzen. Aber die Lehmgrube sollten wir jetzt echt mal priorisieren. Das wird sonst nichts mehr. Nice, haben wir einen Dorfbewohner geheilt. Beautiful. Sie befinden sich im Stinkeviertel. Ja, ist das halt echt so. Also. Guckst du mal, die ganzen Zäune, die da jetzt entstehen, um die Wildtiere von den Feldern fernzuhalten. Richtig geil. Das sieht sehr schön aus mit den Feldern, finde ich. Und wenn da dann auch noch die Wege entstehen, irgendwann mal. In 100 Jahren. Ich warte jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen ab. Da brauchen wir jetzt Weide für Körbe. Haben wir die schon irgendwo drin? Ja. Funktionieren. Ja, das sieht jetzt auch gut aus mit dem Feld. Das hat jetzt endlich, also das passt jetzt endlich vom Aufbau her. Boah, dafür ist hier nach unten hin steil. Halleluja. Das heißt, der Weg hier wird auf jeden Fall ein bisschen anders verlaufen. Der wird dann eher hier unten verlaufen. Die Sache ist halt, hier kriege ich jetzt in 100 Jahren halt keinen Zaun mehr hingesetzt, ne? Von hier unten. Also das kann ich vergessen, das wird in 100 Jahren nicht klappen. So, wie sieht's aus mit dem Lehmfeld? Hallo Spider-Warrior und hallo Ero. So, Lehmfeld, Lehmgrube. Na guckste. Wie viele Arbeiter haben wir theoretisch gesehen frei? Ah, wir haben 10 frei. Kann ich ja einen dritten da reinpacken. Ah, sogar. Bin ich frech.
Aber dann muss ich mal kurzzeitig aufhören, neue Bauaufträge zu starten und die Leute jetzt erstmal fertig bauen lassen. Weil wir haben echt viele Bauaufträge gerade. Unsere Palisaden sind auch immer noch nicht komplett fertig. Das wird auch Zeit, dass die einmal ordentlich gefinisht werden quasi. Aber jetzt kriegen wir die Schule gleich fertig, was ultra cool ist. Wieso mache ich Minus? Soldatenausbildung. Hä? Was für Soldaten? Ich habe doch gar keine Soldaten. Oder wegen dem Aufsichtstürmen. Ich habe doch gar keine Soldaten. Kosten die Türme auch, wenn nichts drin ist? Der kostet trotzdem 5. Auch wenn niemand drin ist? Niemand braucht Türme, wenn die Geld kosten. Nein, ich will noch keinen Minus machen. Ich bin noch nicht bereit für Minus. Soweit sind wir noch nicht. Und ich brauche die Türme auch nicht. Ich dachte halt, sieht fancy aus. Aber ich bin zu geizig dafür. Reisen's ab. So. Aber im Leben wird's jetzt langsam und das ist eigentlich ganz cool. Meine Nahrungsvorräte sind halt durchgehend knapp. Das ist so frustrierend. Das ist so frustrierend. Und das muss in der Priorität als erstes. An Würmer? Dünn ist an Würmer erkrankt. Eine Infektion mit parasitierenden Würmern kann zu verschiedenen Symptomen führen, darunter Bauchschmerzen, Erbrechen, Fieber, Hautausschlag. Würmer werden durch engen Kontakt oder durch Barfußlaufen verbreitet. Stelle sicher, dass Dorfbewohner Schuhe, Seife und sauberes Wasser haben und dass Abfälle aus den Häusern entfernt werden. Wir haben immer noch keine Seife. Kohle, Körbe. Wir haben auch keine Körbe ready, leider. Ich habe nichts, was ich dir verkaufen kann. Und ich kann mir nichts leisten von dem, was du von mir möchtest. Dabei will ich das. Und ich habe dafür kein Geld. Aber du verkaufst das hier. Dann kriege ich vielleicht ein schweres Werkzeug. Das wäre mega cool.
komme halt gar nicht nach. Also Kleidung fangen wir jetzt an, da oben zu bauen. Aber ich habe das Gefühl, ich komme halt gar nicht nach mit den Needs, dass die Dorfbewohner haben. Und ich habe halt nie genug Nahrung. Es ist irgendwie gefühlt, egal was ich mache, ich habe nicht genug Nahrung. Genügsnahrung. Da kriegen wir auch irgendwo Leute rein. Rattenpastete. Sie verkaufen. Ist er schon da? Nein, der ist jetzt abgehauen. Oh, ich habe zu lange gebraucht. Schade. Oh, aber da fahren wir eine Schule. Dafür haben wir eine fucking Schule. So schnell kann's gehen. Nee, ich habe noch keine Obstbäume am Start. Ich versuche gerade noch meine Felder in Griff zu kriegen. Bevorstehende Hitzewelle. Super. Acht Dorfbewohner haben die Schule abgeschlossen. Süß. Könnt ihr jetzt schneller arbeiten? Das ist ja eigentlich das Einzige, was uns hier an der Stelle interessiert. Arbeitercamp. Dum, 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 dum. Fast gefühlt 100 Jahre. Nahrungsvorräte sind knapp. Die Nahrungsvorräte sind durchgehend knapp. Meld dich wieder bei mir, wenn irgendwas Neues passiert. Meld dich wieder bei mir, wenn sie nicht knapp sind. Das wäre mal was Erfrischendes. Hallo Puzzle. Das ist nur ein normales Haus, glaube ich, das hier errichtet wird, ne? Wieso kann ich da...
Wieso kann ich da niemanden auswählen? Müssen die was Besonderes können? Brauchen die ein Bildungslevel? Es gibt niemanden, der den Job ausfüllen kann. Das heißt, ich habe niemanden, der klug genug ist right now, der den Job machen kann. Na geil. Super. Na super. Dann wollen wir als nächstes Seife. Ich kann mir Seife geht noch nicht. Der Lehrer kommt mit Einwanderern. Ich hab einen Lehrer. Ich brauche einen Heiler. Die Bewohner heilen sich trotzdem in der Hütte. Okay, cool. At least something. Ich bin gerade noch ein bisschen verzweifelt, aber das Spiel gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, Silasa, ja. Auf jeden Fall. Das muss ich noch abreißen. Hä, was kostet denn jetzt Geld? Dienste, das ist bestimmt das Heilerhaus, das jetzt Geld kostet. Ja, natürlich ist es das Heilerhaus, das jetzt Geld kostet. Mir geht halt der Wohnraum aus. Also ich müsste jetzt anfangen, hier mich weiter auszubauen. Aber ich will gar nicht, dass das alles hier auch noch Wohnraum wird. Das heißt, wir bauen jetzt davor. Es ist soweit. Dann brauche ich halt einen neuen Marktplatz da drüben auch noch, der das abdeckt. Aber ich kriege das sonst mit den Steuern nicht hin. Aber es ist halt... Wir haben halt nicht genug Essen. Ich kann nicht größer werden. Wir kriegen es ja mit dem Essen auch nicht hin. Ach, ich habe auch noch Gold im Handelsposten. Dann ist ja gar nicht so schlimm. Dann habe ich ja ein bisschen Zeit zu reagieren. Ich finde neben dem Friedhof wohnen nicht so schlimm, weil da ein paar Leute gerade so Witze drüber machen. Ich finde das gar nicht schlimm. Ein Friedhof ist doch eine schöne Ecke. Ist meistens eine schön ruhige Ecke vor allem auch.
Ist das für euch so... Hä? Ist das für euch so absurd, neben einem Friedhof zu leben? Echt? Du würdest lieber neben einer Schnellstraße wohnen, als auf dem Friedhof, also neben dem Friedhof, nicht auf dem Friedhof. Ist halt mega schön so. Du hast da meistens sehr viel Ruhe, viele Bäume. Ist eigentlich eine gute Lebensqualität. Nee, ich will meinen Marktplatz nicht verschieben. Der ist optisch schön. Ich baue hier nicht nur auf... Effizienz, sondern auch auf, dass es mir optisch gefällt. Also wir bauen eigentlich fast ausschließlich auf Optik. Deswegen... So. Hier ist doch die Qualität jetzt richtig gut. Da müsste ich doch eigentlich wieder... Ah, da wird jetzt eh Nahrung angebaut. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass Brennholz knapp ist. Krass. Das liegt aber, glaube ich, vor allem daran, dass wir... dass wir kein Brennholz mehr in der Nähe haben. Optisch betrachtet sollte ein Marktplatz eher der zentrale Punkt sein. Das ist schön für dich, World of Games. Reiner Quatsch, nee. Ja gut, Krematorium ist nicht so schön nebenan. Das sehe ich ein. Dass das eher unangenehm ist. Wildfrüchte durch Wildtiere verloren. Wo denn? Hä? Ah. Ich krieg die Wildtierpopulation hier auch einfach nicht in den Griff. I mean, das ist auch irgendwo ein gutes Zeichen. Weil wir damit jetzt hier die Viecher hier wegbekommen. Wenn wir einfach noch einen... eine Jagdhütte hinpacken.
So. Ich würde halt gerne hier vorne eigentlich. Noch Wohnhäuser bauen. Weil die sich halt hier auch echt anbieten. Aber es ist halt immer noch zu steil, um hier Wohnhäuser zu bauen. Das heißt, wir müssen hier weiter begradigen und darauf hoffen. Die laufen hier halt überall rum, die Wildtiere. Und klauen mir mein Essen. Ich meine, die Sache ist, wir arbeiten hier eh schon an Mauern. Aber hier kriege ich die Mauer nicht runtergesetzt, weil es halt zu steil ist. Ich muss halt hier runter begradigen, wenn ich das hinkriegen möchte. Das wird so ein riesiges Begradigungsprojekt, das hier alles hinzukriegen, damit wir das ordentlich bebauen können. Planen wir das einmal um. An Skorbut, das ist wegen Unterernährung, oder? Ja, wir haben zu wenig Nahrung. So, und hier ballern wir jetzt wieder Richtung Nahrung rein. Wir brauchen was, was mit Hitze gut klarkommt. Wir müssen jetzt wieder auf Nahrung gehen. Weil uns Nahrung fehlt. Das kommt. Nein, 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 nein. Das kommt mit Hitze gut klar. Und das kommt mit Hitze gut klar. So. Das ist noch nicht ready. Das wird langsam. Das wird auch langsam. Einseitige Ernährung, ja, ja. Das ist, wir sind ja dauernd am Hunger. Wir nagen ja dauernd am Hungertod quasi. Wir haben zu wenig. Wir haben auch allgemein zu wenig Nahrung. Also. 16 Dorfbewohner haben die Schule abgeschlossen. Ui. Es kostet mich so viel Geld, damit ihr kleinen Blagen in die Schule geht. Und ich frage mich immer noch, wofür? Also ich habe da ja jetzt nicht unbedingt einen mega Vorteil daraus, dass ihr in die Schule geht. Außer, dass ihr maximal vielleicht noch lernt, euch zu artikulieren und dann noch mehr Dinge einzufordern. Also ich finde es bis jetzt noch nicht so überzeugend. Vielleicht nehme ich euch die Schule wieder weg. Das denkt sich hier das Bundesland auch. Alter, da ist schon wieder ein Hirsch. Bitte baut diese Jägerhütte fertig.
Ich merke schon, es fehlt schon wieder massiv an Ressourcen. Wir sind eh so viel am Hacken, wie es irgendwie geht. Aber es sind halt auch echt viele Menschen. FDP Pia ist wieder am Start. Manchmal, ein bisschen. Das Begradigen verschlingt so viel Holz. Ja, ich muss. Außerdem, es kostet gar kein Holz, es kostet nur Arbeitskräfte. Ich glaube nicht, dass das Begradigen Holz kostet. Es kostet nur Arbeitskräfte, das kostet kein Holz. Dankeschön, Simo, für die 15 Monate übrigens und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Schule fördert nur Gratis-Mentalität, ist so. Ist so. Make stupidity great again. So, Fischerhütte einmal verlegt. Schauen wir dann, wie gut es dann weitermacht. So, ich fahre da jetzt mal rein. Feldfrüchte durch Hitzestress verloren. Ja, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Dass wir hier dauernd Nahrung und alles verlieren. Das stresst mich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich kenn's eh nicht anders. So. Dann wird hier reingeknallt. Ich bin ja gleich gespannt. Ob das noch mal ein bisschen gerader wird. Ich bin sehr gespannt. Ich will ja hier... will ich ja auch einfach meinen Zaun haben. Wobei, im Optimalfall haben wir ja hier erstmal einen Weg. Eigentlich ist es ja eher das. Wir wollen ja hier eigentlich. Hier brauchen wir einen Gartenzaun. So ein Tor. Ein Gartenzauntor. Oh, ich kann nicht nochmal 8 Leute aufnehmen, sagte sie und drückte ja. Ah. Na. Na. Wir arbeiten dran. Brennfleckenkrankheit der Bohne. Super. Der Scheiß ist gefressen worden und krank. Das ist ja amazing. Also. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Informationen? So. Die Begradigung hier
funktioniert schon mal ganz okay. Das heißt, wir müssten eigentlich hier... gib mir einen Zaun. Nein, das ist noch nicht gerade genug. Wie ist dein erster Eindruck von dem Spiel? Ich lieb's. Ich find's großartig. Es macht sehr viel Spaß. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Im Wohnraum arbeiten wir. Da kommt gleich noch ein Haus hinzu. Und dann haben wir das gleich durch. Bitte. Oder auch nicht, wenn die Arbeitskraft mittendrin einfach weggeht. Ja. Nein, jetzt ist es noch steil. Aber wenn es so steil ist, kriege ich, glaube ich, meinen Zaun dahin. Oder? Bitte. Bitte. Ja. Oh Gott, wir kriegen endlich einen Zaun dahin. Geil. Gott sei Dank, ey. Ah, sehr schön. Oh, jetzt ist das da komplett schief, ne? Alter, was sind das für Hänge, ey? Okay. Ja, Wohnraumknappheit habe ich mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Deswegen bauen wir jetzt hier schon mal an 9 Wohnhäusern. Aber das ist leider alles immer noch zu steil. Wir haben da jetzt zwar schon super viel begradigt, aber es reicht leider immer noch nicht in der Begradigung, um hier wirklich Wohnraum zu schaffen. Das ist alles ein bisschen semi-cool. Was könnten wir denn noch nutzen für Nahrung? Wir könnten jetzt mal versuchen, die Baumschule hier unten zu etablieren. Das war ja auch eine Überlegung und Lehm haben wir ja jetzt genügend, damit das klappt. Wir können auch in der Lehmgrube weniger Leute arbeiten lassen jetzt eigentlich.
damit wir mehr Arbeiter haben. Ha, jetzt haben wir auch einen Heilkundigen. Das ist ganz gut. Nur 17 von 15 Bauern, das ergibt wenig Sinn. So. Auch nochmal ein großes, schönes Feld. Gut. Dann lassen wir die da nochmal durchackern. Brennholz ist knapp. Oh, Brennholz ist richtig knapp sogar. Ui. Brennholz ist richtig, richtig knapp. Schauen wir gleich mal. Ui. Ui, Brennholz ist richtig knapp. Wie kriegen wir das geregelt? Wir jetzt hier zwei Brennholzspaltplätze hin und dann schieben wir unser Sägestandort-Ding hier nach außen. Raus planen wollen. Als wirklich geraden Weg. Dann packen wir das Ding hier hin. Packen hier einmal. Und dann wollen wir einmal hier den Weg lang haben. Ach, das ist dann so komisch. Das geht dann so komisch um die Ecke. Aber das ist ja an und für sich gar nicht schlimm. Dann haben wir hier quasi einmal das Sägewerk. Und hallo Tarek. Dann wird das einmal raus verschoben und dann verschieben wir den Stapelplatz. Einmal dahin. Und so wird die Stadt stückchenweise umgebaut. Ich muss halt noch mal meine Räucherei rausbewegen. Aber die Räucherei packe ich wahrscheinlich einfach in die Nähe von dem Jäger. Muss mal gucken, ob wir die vielleicht sogar da gut unterbekommen.
wenn ich hier einmal ein bisschen, na, unser Lieblingswort, begradige, dann wird das vielleicht was. Wir brauchen keine zweite Räucherei tatsächlich, weil wir nicht so viel Fleisch produzieren. Erstmal ein schöner, großer Umbau, der hier entsteht. Ein sehr großer, sehr, sehr großer Umbau. Das wird alles länger brauchen, das von A nach B zu bekommen. Umso besser, dass wir es jetzt im Winter machen, wo wir eh nicht so viel anderes machen können, weil ja eh Winter ist. Aber zumindest verhungert mir gerade niemand. Das ist auch gut. Hallo, denn. Wow, das Dorf ist gut gewachsen. Rastet mega aus gerade. Wird alles nochmal ein bisschen umgelegt und umgeplant. Aber gefällt mir gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann machen wir immer noch Minus des Todes. Das gefällt mir gar nicht. Das nimmt langsam auch Ausmaße an, die mich nicht mehr glücklich machen. Versucht das hier echt mit dem Begradigen hinzubekommen. Jetzt Feldfrüchte. Jetzt haben wir Feldfrüchte durch Frost verloren. Alter Leute. Also gefühlt funktioniert das einfach gar nicht, so wie wir uns das vorgestellt haben. Jawohl. Der Händler kauft Kohle. Ich habe nichts von dem, was er kauft. Doch, ich hab Kohle. Warum kann ich das nicht verkaufen? Ich habe doch einen. Aber ich habe schon wieder nichts im Handelsposten. Ich hab Kohle, aber auch irgendwie nicht. Es ergibt keinen Sinn. Ach so, es ist 0 von 99. Blödsinn, das ist das, was ich einlagern würde, wenn ich welche hätte. So rum ist es. Mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Ich habe halt nichts, was ich dem verkaufen kann. Das ist halt super scheiße. Dabei bin ich richtig abhängig davon, dass wir langsam mal wieder Geld machen.
Was passiert denn, wenn ich im Minus bin? Ich frage für einen Freund. Dein Dorf wird angegriffen. Okay. Mag mir jemand erklären, wofür ich Palisaden... Ah, ich wollte gerade schon sagen. Hey Leute, da sind immer noch welche. Hey, warum laufen die denn zurück? Ihr müsst die angreifen. Hä? Leute! Ja, aber ich brauche die Glocke doch, oder? Damit die als aktiv zählen. Weil da sind ja immer noch... Oder machen die das dann automatisch? Weil ich habe ja hier immer noch Plünderer. Ich muss die ja angreifen. Ach, die wollen dann nur ins Rathaus. Die fliehen dann ins Rathaus quasi. Damit sie nicht sterben. Ach, dann würden vermutlich weniger von meinen Leuten sterben. Ja, ich weiß, dass ich eine Kaserne brauche. Ich kann mir die nicht leisten. Jetzt kommen die ganzen Hirsche da unten durch. Das ist nicht deren Scheiß Ernst. Ich muss das komplett einzäunen. I can't believe. Ich muss es komplett einzäunen. Weil diese kleinen fucking Kackhirsche sich einfach überall vorbeiquetschen, wo sie gar nicht hin dürfen. Ja, ich habe da aus Versehen ein bisschen viele von meinen Leuten, glaube ich, getötet. Weil ich bis jetzt nicht verstanden habe, wie das Zentrum funktioniert. Aber die werden zumindest alle wieder geheilt. Die tun doch in ihrem Wald essen, wo sie wollen. Das ist nicht ihr Wald. Das sind meine Felder. Das ist nicht... Oh, das sieht gut aus. Das ist nicht ihr Wald.
Wie findest du das Game bis jetzt? Es macht sehr viel Spaß. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Guckst du mal. Da können wir jetzt auch anfangen, Essen anzubauen. Ganz, ganz viel gutes Essen. Upsi. Ganz, ganz, ganz viel gutes Essen. Nomsi, noms, noms. In der Hoffnung, dass das mit der Nahrung jetzt dann was wird. So. Das wird auf jeden Fall gerade schon rebuildet. Und das darf dann auch noch darüber ziehen. Also dürfen ist halt schön formuliert. Es muss. Wenn wir da oben Platz schaffen für noch mehr Wohnorte. Damit noch mehr Menschen hier drin wohnen können. So, und das Ding da verschieben wir hier nach oben. Kompost ist verfügbar, auf Ackerfeldern angebracht zu werden. Geil. Dann kompostier mal schön. So. Na, 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 na. Eigentlich will ich das Lager auch nicht hier haben. Eigentlich. Mal gleich gucken. Das wird wahrscheinlich eher hier hinten verlaufen, oder? War das halt zu steil? Es wird hier gerade alles umgebaut. Wie ihr seht. Um hier so ein bisschen effizienter zu werden. Mit der Planung oder mit der Strecke, die die Sachen zurücklegen müssen. Ich will das Lager eigentlich hier unten oder so haben. Ich krieg das halt leider nicht. Doch, ich krieg das weiter in die Ecke. Aber dann ist mit dem Bogenladen da unten unangenehm eng. Noch eine Spur weiter rein würde ich es kriegen. Oder wir packen es halt hier oben hin. Dann ist halt die Strecke zum Händler, um die Ressourcen rüberzubringen, sehr weit. Aber die Strecke vom Holz zum Lagerding wäre halt sehr entspannt. Und hier ist halt alles noch im Schulradius und im Marktradius. Und dann baller ich hier alles mit Wohnhäusern noch zu. Und dann passt das eigentlich auch ganz gut. Hallo Fist of Doom, danke für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Kann ich die Wohnhäuser eigentlich ausbauen später? Es gibt eine Stufe 3, ja.
Aber ich weiß auch noch nicht, wie. Attraktivitätsbonus des Standortes 65%, Nahrungsarten eine von drei. Und dann brauchst du Topfwaren und Kerzen und dann kannst du es ausbauen. Ich kann eine Kaserne bauen. Ich komme nur nicht nach, weil ich 30.000 Bauprojekte habe durchgehend. Und ich würde gern erstmal die vorhandenen Bauprojekte abschließen, weil die auch schon einen großen Unterschied machen werden für alles Mögliche. Und wir machen gerade endlich wieder mal Gewinn. Wir haben halt vorhin die ganze Zeit Minus gemacht, was die Steuern angeht. Und das hat mich mega gestresst. Warum baue ich hier Palisaden? Also, ja, mir gehen die Hirsche echt auf die Nerven. Aber Palisaden hätte ich jetzt nicht gebaut. Ich krieg's nicht zugezogen. Ist Nahrung immer noch knapp? Es geht. Nahrung sieht jetzt besser aus, tatsächlich. Das Spiel macht Spaß. Für den Anfang tun das auch Wachtürme. Die sind zu teuer. Die habe ich wieder abgerissen. Bin zu geizig dafür. So, und dann wollen wir hier. Wie viel kostet denn das Rattenfänger-Ding? Das kostet 8 monatlich. Nee, ihr oben bekommt keinen Rattenfänger. Es tut mir sehr leid. Aber für den Scheiß haben wir kein Geld. Ja. Die Wildtiere fressen mir halt immer noch alles weg, weil der Zaun hier oben auch noch nicht fertig ist. Und hier unten. So, schauen wir mal. Da kommen sie schon wieder. Wie sie da immer zusammen ankommen. Diese kleinen Geier. So, das war's mit eurem Eintrittsticket. Hier ist jetzt zukünftig zu. Kleinen frechen Geier, ey. Wie sie da einfach die ganze Zeit also angekrochen kommen und mir mein Essen klauen. Richtig frech. Ist ein Singleplayer, ja. Wir brauchen die Nahrung selber. Unsere Nahrungsvorräte sind durchgehend knapp.
So. Aber das sieht doch jetzt eigentlich so ganz gut aus. So generell. Jetzt haben wir hier noch einmal Platz für ein Wohnhaus. Und dann haben wir hier auch Platz für Wohnhäuser. In dem Bereich. Damit wird alles da drinnen zu einem richtig süßen Dörflein. Hier haben wir schon so einen kleinen Vorgarten mit Dörfern, die davor stehen. Sowas werden wir hier hinten auch bekommen, damit wir uns weiter ausbauen können, wachstumstechnisch. Aber abseits davon ist das schon ganz schön solide. Die Wege kann ich noch abreißen. Die Wege braucht man, finde ich, eigentlich zwischen den Häusern nicht wirklich. Zieht ohne Wege, finde ich es fast schöner. Da so ein bisschen der angedeutete Weg, weil hier halt so ein Heilungsdinger ist. Aber sonst... Nee, das wird halt alles nur so... Blah, dass der halt nicht ins Leere verläuft. Aber hier brauchen wir eigentlich keinen Weg. Packe ich dann lieber einen Garten rein, so ein Deko-Ding. Das kriegen wir sogar abgebaut, das Teil. Und dann kann ich hier... So eine kleine, ach, die braucht ein bisschen viel Platz. Haben wir noch was klar? Okay, das braucht auch ein bisschen viel Platz. Auch der Park braucht ein bisschen viel Platz. Heilige Scheiße. Gelände zu steil für den Park. Na, das wird ja auch nochmal was werden. Aber wir kriegen diese kleinen Gärtchen, kriegen wir überall reingesetzt. Das ist ja was. Und den mittleren Garten kriegen wir auch rein. Jawohl. Kriegen wir hier einmal reingesetzt. 20 Gold kostet das. Na. Ich weiß ja nicht. Das muss aber dann auch schon wirklich ein ausgesprochen schöner kleiner Garten sein, wenn das so teuer sein darf. Ja. Mit so ein paar einzelnen Bäumchen und mit so einem kleinen Beet. Das sieht ja dann echt hübsch aus. Dankeschön, Semilo, für die 14 Monate und ganz viel Spaß ja weiterhin. Dankeschön. So. Ich freue mich so, wenn die Zäune hier zu sind. Das wird mein Leben so viel erleichtern. Und so eine Unterkunft brauchen wir da oben auch noch. Für die Leute, die dann da hinten arbeiten. Wobei die noch nicht so eine lange Reisezeit haben. Das geht an und für sich eigentlich noch relativ. Da oben wird jetzt geräuchert. So, wie sieht's jetzt hier aus? Ja, wir haben jetzt hier tatsächlich einfach nur Fleisch. Kann ich das Fleisch... Ich kann ja das hier aus abwählen. Dann wird das ganze Fleisch automatisch hier drüben gelagert. Oder müsste eigentlich. Weil ich habe ja sonst keine Speisekammer. Und dann ist das automatisch auch näher an der Räucherkammer. Und dann kann nur das Geräucherte drüben gelagert werden. Dann wird auch hier der Fisch gelagert. Und hier verbieten wir die Fischlagerung. Dann muss das quasi immer darüber geliefert werden. Und löst wahrscheinlich nachhaltig große Stress- und Nervenschwierigkeiten. Geil, da ist gleich zu. Das war's mit den Hirschen. Ja, die sind auch nicht mehr hier. Die sind jetzt alle nur noch in dem Gebiet da drüben. Jetzt haben sie gecheckt, dass sie hier nicht mehr reinkommen. Hier ist auch alles zu. Kein Diebstahl von unseren Feldern mehr.
Ich meine, die sind ja auch süß, die Herrscher. Aber das geht nicht. So. Die Straßen könnte man halt verbessern, theoretisch. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn wir das verbessern. We will see. Da stehen jetzt so ein paar einzelne Bäumchen. Das gefällt mir ganz gut. Da oben ist unser neuer Holzfäller-Distrikt. Der gefällt mir auch ganz gut. Und die produzieren jetzt auch ordentlich. Hier ist direkt die Lagerstätte. Na, das ist doch solide. Also das funktioniert jetzt actually echt gar nicht so schlecht. Da oben brauchen wir, glaube ich, trotzdem nochmal Wasser. Wasser sollten wir echt, falls es brennt oder sowas, überall zur Verfügung haben. Ah, wobei, der ist gar nicht so weit weg, der Brunnen. Das geht eigentlich. Wie hier ein Brunnen, hier ein Brunnen, hier ein Brunnen und hier oben ein Brunnen. Also bis jetzt mit dem Brunnen ist ganz okay, glaube ich. Da wurden Sachen von Wildtieren gefressen. Aber das dürfte jetzt nicht mehr passieren. Also jetzt dürften sie nicht mehr reinkommen. Jetzt müsste alles zu sein eigentlich. Ui. Na, aber läuft. Gut, dann würde ich für heute aufhören. Das sieht aus wie ein richtiges kleines Städtchen. Ein paar einzelne Bäume müssen wir noch reinsetzen, damit es wieder grüner wird. Aber das sieht aus wie ein richtiges kleines Städtchen. Und morgen würde ich weiterspielen. Das hat Spaß gemacht.